Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Schaut mal das Wetter an. Es ist richtig schönes Wetter. Und heute gehe ich zusammen mit dem Flix nach Sipadan Island. Da war ich letztes Jahr auch schon mal. Es ist diese vulkanische Insel, die eine 1000 Meter Wand hat. Und ja, eine sehr besondere Dive-Site. Ich bin mal gespannt. Es sind auch nur maximal 250 Leute am Tag zugelassen, dort zu tauchen und so. Ja. Ich glaube, das wird richtig gut, weil wir auch verdammt gutes Wetter haben und ich nehme die GoPro und alles mit. Und ja, jetzt gibt es aber erstmal Frühstück. Schauen wir mal, was es heute zum Frühstück gibt. Wartet mal, ich schau mal. Es gibt Nudeln und Eier wahrscheinlich. Ja, Mann. Da gönne ich mir jetzt gleich ein bisschen was und dann geht es auch schon los. Wir werden jetzt gleich abgeholt vom Boot. Ja, und dann gibt es 3 Tauchgänge heute. Also wir sind hier so in der Mitte und ja, jetzt müssen wir gleich mal kurz auf die Insel drauf und anmelden und dann geht's auch schon los. Ich bin mega gespannt, Mann. Es gibt auf jeden Fall verdammt viele Haie, Schildkröten, alles da und heute geht's höchstwahrscheinlich auch in die Turtle Cave. Ich bin mal gespannt. Willkommen auf Sipadan Island, Leute. Schaut mal, wie wunderschön. Und ja, da vorne in die Hütte müssen wir jetzt kurz rein, uns anmelden und dann geht's auch schon los. Schon schön, oder? Ja. Schon gut. Guck die Wasserfarbe an. So geil. Ah. Läuft. Geil. Hier müssen wir uns jetzt anmelden. Ja. Und da hinten ist auch Militärstation. Das hier alles. Hier wird alles bewacht, weil es halt echt an der Grenze liegt direkt. Ja, das hier ist das Daniel Camp. Und die schauen hier einfach, dass nichts passiert. Machen die eigentlich echt ganz gut, meiner Meinung nach. Ist auch schon ewig hier nichts mehr passiert. Ich weiß echt nicht, warum es noch immer diese Reisewarnung gibt, dass man hier nicht her soll. Kommt ruhig her, macht euch keine Sorgen. Das Leben ist so schön. Ja, jetzt müssen wir uns mal anziehen. Und dann geht's auch schon ins Wasser. Wir haben uns umgezogen, legst dich noch am Start hier. Jetzt geht's gleich rein. Das war der erste Tauchgang, war ganz geil. Wir haben Haie gesehen, Schildkröten, ja, ein paar kleine Sachen auch, ein paar geile Lobster. Läuft. Jetzt werden wir abgeholt von dem Boot. Da hinter mir. Ja. Erster Tauchgang fertig, richtig nice. Jetzt hier ein bisschen Kaffee und Tee und so ein Zeug.
und dann geht es gleich auf Tauchgang Nummer 2. Wir haben heute insgesamt 3. Da hinten ist Sitter dann. Ja. Which one is the next dive site? Turtle Cave? Nice. Barracuda Point oder Turtle Cave? Schauen wir mal. Also Turtle Cave ist so eine Höhle, da liegen ganz viele Schildkröten-Skelette drin. Eigentlich wollten wir ja zur Schildkrötenhöhle, aber wir haben auf dem Weg so einen riesen Barracuda-Schwarm gefunden und das war richtig geil. Wir sind sogar in so einem Tornado geschwommen, also das war mal special. Und jetzt sind wir gerade hier auf der Insel und es gibt Mittagessen. Läuft. Mal schauen, was es gibt. Ich glaube, Nudeln, Reis, ja. Some Chicken. Chicken. Leute, das war's vom Tauchen in Zypern. Es regnet leicht. War gut. War gut, war gut, war gut. Wir sind wieder draußen aus dem Wasser. Ich gönne mir gerade noch eine Banane. Tauchen war geil. Nur die Sicht war heute leider nicht so krass gut. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt geht's wieder zurück nach Mabul. Die letzte Nacht in Mabul. Danach geht's schon wieder weiter. Es gab vorhin mal wieder richtig lecker Thunfisch zum Abendessen und jetzt sitze ich hier gerade noch ein bisschen, schneide noch ein bisschen Video. Ich bin gerade am Exportieren, kann man ja bestimmt wieder hören. Und das war jetzt heute auch unser letzter Tag hier tauchen. Hier war es echt mega nice. Wenn ihr mal hierher kommt, ich kann euch den Platz hier empfehlen. Ist echt richtig chillig und auch richtig schön. Ja, mit dem Wetter hatten wir nicht so ganz krass viel Glück, aber war trotzdem echt gut. Und das war's dann auch für dieses Video. Morgen geht's schon wieder weiter. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Einschalten, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.